Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Astroneer, meinem Let's Play Season 1 dieses wundervollen Spiels. Und wir sind in Episode 23 angekommen. Und was war das? War da was fertig geworden? Wenn ja, was? Keine Ahnung. Ich wollte ganz schnell mal hier rein, bevor ich das vergesse. Also, warum ich jetzt so häufig abspeichere, es hat einen ganz einfachen Grund. Mir ist vor kurzem, und deswegen musste ich... Ey, der versorgt einen auch noch mit Sauerstoff. Wie cool ist das denn? So, in der letzten Folge, ihr habt es ja gesehen, kann ich jetzt fahren? Ach, der braucht Strom, okay. Ja, was heißt das? Wenn ich den jetzt aber hier irgendwo anschließe, dann fährt er doch nicht weit. Oder kann man den laden oder was? Und war ich jetzt blöd genug, dass ich den so weit weggebaut habe von... Hä? Ja, also da blinkt auch noch ein rotes Lämpchen. Das heißt, er hat keinen Strom. Das ist soweit klar. Ich brauche also eine Stromversorgung. Lass mich nachdenken. Ich könnte natürlich einen kleinen Generator bauen, aber reicht das? Und dafür brauche ich Gemisch. Gemisch habe ich bestimmt irgendwo. Und dann braucht man, glaube ich, organisches Material zum Betanken von dem Generator. Aber ich vermute, es reicht nicht, weil der hat ja einen Stromstecker, ne? Okay, wir bauen jetzt trotzdem einen kleinen Generator. Schadet ja auch nicht. Der tut uns ja nicht weh. Und ich habe keine Ahnung, ob es funktionieren wird. Wo ist er denn? Hä? Wo ist mein Generator? Ja, hä? Ich habe doch gerade einen kleinen Generator gebaut. Wo ist der denn hin? Hä? Es ist nicht da oben. Ach! Okay. So. Der kleine Generator war da direkt nebendran. Also, ja! Tatsächlich. Es geht mit dem kleinen Generator also. Und dann fährt er auch. Ich habe einen Spaß. Man braucht organisches Material und einen kleinen Generator. Das läuft also. Ist jetzt nicht der Wahnsinnsheld, halt. Was das Fahren betrifft, also da geht es bestimmt, der Buggy wird bestimmt schneller sein. Aber hey, er fährt. Ne? Ist auf jeden Fall schneller als laufen. Wie verlasse ich denn wieder mit F? Okay. Außerdem ist er tatsächlich ein Lieferant. Und jetzt, was ich hier ausprobieren wollte, reicht nicht ganz, Mist. Ob ich den jetzt hier irgendwo anschließen kann? Detritus. Das sieht ja aus wie so ein richtig geiler irgendwie, ne? Abfallgegenstand zu groß, um geborgen zu werden. Okay. Schutt. Und ja, irgendwann ist er leer. Also der tankt tatsächlich. Er hat natürlich eine Ladeanzeige. Also man sieht, wird irgendwann leer sein wahrscheinlich, also leer gefahren sein. Und man kann ihn dann hier irgendwo theoretisch anstecken, um ihn wieder aufzutanken. Aber es ist cool, ich habe einen Traktor. Jo, jetzt mal gucken. Ich habe jetzt also nichts mehr im Generator. Ja, und er fährt. Und er schließt sich hier nicht an. Aber das probieren wir gleich aus. Oh, nee, was ist das denn?
Okay, man muss aufpassen. Die Dinger sind ungünstig. Oh, der fährt ganz schönes Stück, wenn er vollgetankt ist. Also man kann ihn also einfach anschließen und dann eine ganze Zeit fahren. Mit dem Rückwärtsfahren habe ich es heute nicht so. Aussteigen. So, er ist jetzt doch fast komplett leer. Also so weit reicht er dann doch nicht. Aber ich kann hier anstecken. Das war jetzt irgendwie die falsche Richtung. Ich wollte eigentlich Strom tanken. Hat der zwei Stecker? Nee. Okay. Also ich kann etwas betanken mit dem. Moment. Jawohl, ja. Das ist natürlich besser. Jetzt habe ich einen Generator für organisches Material, aber ich habe jetzt auch eine kleine Windturbine, die Dauerstrom erzeugt. Das ist super. Also ich kann etwas betanken mit Strom, was natürlich sehr cool ist unter Umständen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das cool ist. Aber ich vermute jetzt mal, ja, es ist cool. Ich habe keine Erdfüllung mehr. Ach so, weil ich keine Erde mehr habe, ne? Also, ich bin schneller jetzt. Das ist also der einzige Vorteil, den ich gerade sehe. Ich habe noch keine Möglichkeit. Okay. Also durch die Kabel kann ich einfach durchfahren und er verliert auch Strom. Also, die Windturbine scheint nicht so richtig zu arbeiten, während er fährt. Oder es kommt halt wirklich drauf an, wo der Wind gerade so lang saust. Oh, jetzt tankt er wieder. Sehr, sehr cool. Also es das heißt, ich kann jetzt natürlich. Damit kann man schon was machen, ne? Also hier habe ich einmal volle Erde, sehe ich gerade. Zap, aussteigen. Denn, aber ich will natürlich was ganz anderes machen eigentlich. Bräuchte ich hier einmal Gemisch? War doch Gemisch, ne? Ja, genau. Nee, kein kleinen Generator. Falsch. Auch keine Windturbine, auch keinen Bohrer, auch keinen Drucker. Ein Verbindungspaket wollte ich herstellen. Ich will natürlich jetzt hier durch den Tunnel, will mir mal die andere Ecke da ein bisschen angucken. Also nicht durch und auf der anderen Seite weiter, sondern da gab es ja noch eine Röhre, die ich sozusagen angefangen hatte. Und da will ich jetzt natürlich weitermachen. Außerdem brauche ich ja Erde, das wissen wir ja, um Quarz etc. pp. Herzustellen, Lehm und ich weiß nicht, was noch alles. Also es ist sozusagen ein bisschen was zu tun. Genau, hier wollte ich weiter. Scheint verbunden zu sein. Ja. Das jetzt wiederum nicht. Das aber schon. So, und dann machen wir hier erstmal und graben uns mal weiter. Der Schnee oder was auch immer das ist, geht relativ flott. Die Steine brauchen ein bisschen länger, aber ich will natürlich einfach nur gerade ausbuddeln und noch einen Ausgang haben. Da ist er schon. Das ging schnell, ich dachte, ich brauche länger. So. Machen wir hier ein bisschen Platz.
Und dann brauchen wir wieder das Verbindungstool. Jo, denn das sollte natürlich genau hier oben drüber sein. Das ist ja super. Und das ist die Art, das ist das der andere Ausgang? Ja, ne? Ja, schön. Was ist das denn? Ach, ne, Splitstein, ne, oder? Oh ja, das könnte das Eisen sein. Ne, das ist kein Eisen. Aber ich brauche Erde, von daher machen wir erstmal voll. So, okay, gut, das ist erstmal genug, würde ich sagen. Wir gehen mal zurück. Langsam, Junge, langsam. Und holen uns unseren Traktor ab. Ist das cool, ich habe einen Traktor. Ja, ich würde den schon gerne betreten. Hier haben wir noch ein bisschen Forschung, die wir mitnehmen wollen. Und das, was mich jetzt eigentlich am meisten interessiert, ist, kann ich etwas in der Hand halten, während ich den Traktor fahre? Also ich wollte so einen Forschungsknüppel haben, wenn ich einen finde. Weil ich A, welche brauche, da bin ich mir ziemlich sicher. Also ihr wisst, was ich mit Forschungsknüppel meine, hoffe ich. Ich hoffe, ihr erinnert euch. Das sind diese komischen Dinger, die es da auf den Bäumen und so gibt. Also in diesen Baumlöchern oder so. In der Hoffnung, dass ich jetzt eins finde. Da ist keins drin. Das ist schon mal schade. Aber vielleicht finde ich irgendwo eins. Da oben ist Gemisch. Ja, und jetzt seht ihr nochmal, das ist das Geile an diesen Leuchtfeuern, ne? Die verschiedenen Höhlen und so weiter und so fort. Und du weißt sofort, okay, da ist auf jeden Fall mindestens auch mal Sauerstoff. Was natürlich auch gut ist, wenn ich jetzt einen Traktor habe, weil dann komme ich natürlich da auch mal sozusagen querfeldein ohne. Hoffentlich finde ich meinen Traktor wieder. Wo habe ich denn den abgestellt? Ich glaube an der Leitung irgendwo, ne? Kein Forschungsknubbel weit und breit. Ach, was ist das denn? Habe ich das schon gesehen? Ja, ne? Hier war ich doch schon, ja. Sonst hätte ich ja. Jede Menge Schutt, ja, dann nehmen wir halt irgendwelchen Schutt mit, also was soll's. Ist ja. Kann ich nicht mitnehmen, ist zu groß, okay. So, ich laufe einfach diese Leitung entlang und ach, guck, da ist ein Forschungsknubbel, da haben wir ihn doch. Den haben wir gesucht. Jawohl, ja, und da haben wir ihn gefunden. Irgendwo an dieser Leitung muss der Traktor sein. Ich glaube, ich bin hier querfeld eingelaufen. Ich laufe jetzt aber mal besser die Leitung lang. Also ich bin mir nicht sicher, ob das klappt. Das probiere ich deswegen ja aus. Da ist noch so ein Forschungsteil. Ist denn der Traktor? Ach, da ist er. Da ist er, da ist er, da ist er. So, ist vollgetankt, das ist schon mal gut. Ja, nee, ich muss ihn betreten, das ist klar. Nein, ich kann es nicht auf. Wurde da gerade Spiel gespeichert? Jo, ist ja cool. Ich kann es nicht aufnehmen. Das ist natürlich schade.
Das heißt, ich muss jetzt tricksen. Kann ich das anschieben? Ja, man muss tricksen, ne? Moment. Ja, nee, geht eher schlecht. Ich würde sagen, geht eher schlecht. Aber dann kriegen wir den halt so hin. Jo, ist jetzt irgendwie Trick 17, aber schade eigentlich, dass das nicht funktioniert. Ich hoffe, es gibt auch noch Anhänger für den. Also gibt es bestimmt. Das wäre. Ich meine, warum ein Traktor, wenn ich da nicht auch noch was dran machen kann? Also, ich vermute, die gibt es noch und wahrscheinlich habe ich die bloß noch nicht erforscht. Ich habe den Traktor auch erst gerade erforscht, mehr oder minder. Komme ich da drüber? Oh ja! Ich habe einen Spaß. So, und wir sind gleich an der Station. Das heißt, ich fahre mal. Upsa, was war das denn? Ich fahre mal den Traktor bis vor. Und hole das Forschungsknubbel mal her. Denn wahrscheinlich ist wieder irgendeine Forschung abgelaufen. Das sieht zumindest sehr danach aus, wenn ich mir das ja so angucke. Das ist doch Forschung. Mach mal rein hier, wa? Und ich müsste noch ein zweites Forschungsdingens da haben. Da hinten ist es. So. Und dann machen wir das da rein. Na, geh rein. Ja. Hallo? So, und dann gucken wir jetzt aber gleich mal nach, kann ich einen Anhänger für den Traktor forschen? Da ist der Traktor und da ist der Anhänger. Ja klar, war doch eigentlich logisch. Der braucht dann auch Gemisch und Aluminium. Das heißt, also ich brauche dringend wieder Aluminium. Die Beiz hätte ich fast. Da fehlt gar nicht mehr viel, aber ich brauche Aluminium. Und ich muss natürlich endlich diesen mittleren Schredder bauen. Da brauche ich Eisen. Also ich brauche Aluminium mit Eisen. Das heißt, ich brauche Laterit und Eisen. Erz oder wie auch immer. Das heißt, dann geht zum Glück nicht kaputt. Ich könnte eigentlich, habe ich noch irgendwas? 2, 3, 4. Den Schmelzofen wieder ein bisschen bauen lassen, schmelzen lassen, meine ich. Denn das muss ja auch sein. Und wir könnten auch hier vorne wieder ein bisschen was herstellen. Erstmal den hier wieder einsammeln. Und dann müsste ich doch zwei volle Tanks haben. Jawohl. Wunderbar. Die lasse ich erstmal hier. Zap.
Quarz. Ich baue nochmal Quarz. So, dann hätten wir das auch. Was ich mich jetzt frage, ist, ist es nicht vielleicht an der Zeit? Das habe ich alles schon. Ne, was haben wir denn hier? Den Verpacker. Was bringt mir denn der Verpacker? Ich will ja nichts verpacken, oder? Obwohl, wer weiß, vielleicht doch. Vielleicht weiß ich es noch nicht, dass ich was verpacken will. Aber... Ausrichtungsmodus. Den nächsten Bohrer wollte ich eigentlich Stufe 2. Dann brauche ich 2000. Das ist viel. Das ist wirklich viel. Die Stufe 1 habe ich ja und die habe ich ja auch gemacht. Dynamit ist, glaube ich, jetzt noch nicht nötig. So. Ja, da haben wir die Folge jetzt auch mal wieder gnadenlos überzogen. Das war Folge 23 und ich hoffe, wir sehen uns in der 24 wieder. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.